So, herzlich willkommen zum Demon Motor Magazin, dem Autobelastungstest, wo die Autos vernünftig getestet werden. So, und jetzt fahren wir mit dem Supra auf die Küste und testen sein Handling und Sprungverhalten. Da müsste er ja eigentlich wieder gut abschneiden. Gut, los geht's. Tadam. Dann wollen wir mal. Wow. War ich fast auf den Schotter. Weil die Lenkung so gut ist. Das ist man gar nicht gewohnt. Ey. Ich hake. So, weiter geht's. Ach ja, wir lieben uns schon Kurve, ne? Wir lieben uns schon. Bis zum Ferrari kann ich dann die irgendwann mal die Kurve. So. Ist das noch Hoffnung da? Sagen wir es mal so. Wow! Wow, das... Das war entweder Schwäche vom Wagen oder Schwäche von mir, ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren bei den nächsten Kurven. Boah. Vielleicht fahre ich auch wieder zu sehr am Limit, weil das Auto es wieder möchte. Ja doch, sieht ganz danach aus, ich fahre mich schon mit 150 rum. Wow! Okay, Bodenandruckkraft. 140 kann man die Kurve nicht packen. Das können andere Autos besser. Gut, bisher... trumpft er mit dem Handling gut, aber er springt zu leicht von dem Boden ab und... Ja, wollen wir mal gucken. Wir müssen jetzt mal auf Dauer sehen, was der Wagen so packt. Nächste Schrägkurve. Ja. Kann man machen. Wow. Die Schrägstraßen sind ihm, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Ui. Junge. Ohoho. Ui. Heilige Scheiße. Huiuiuiui. Der Wagen flattert aber ganz gut hier. Huiuiuiui. Das war nicht seine Lieblingsdisziplin. Huiuiuiui. Die Schrägstraßen, also wirklich ganz flatterig. Allalala. Wow. Naja. Wie soll man das beurteilen? Ja, nun, er war ein bisschen ziemlich flatterig auf den Schrägstraßen. Muss man wirklich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die anderen Autos zeitlich hatte, aber ich muss sagen, das war eigentlich eher nur so mittelmäßig, ne? Ja. Naja. Okay, fahren wir erstmal weiter. Wir müssen die Dauerbelastung erfahren. Aber ich glaube, dass das diesmal ziemlich flau ist. Aber diesmal habe ich an die Kurve gedacht. Stell dich vor. Aber ich fahre trotzdem die Leitplanke, natürlich. Vor allem auf der rechten Seite, ne? So. Boah. Leute. Boah. Oh Gott, also diese Schrägstraßen, da flattert er aber.
Oh! Boom! Ja, das ist. Das war aber zum Teil meine Schuld, weil ich zu hart nach links gelenkt habe. So. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Alter Schwede. Wow, wow, wow. Okay, das ist definitiv nicht die Lieblingsdisziplin von diesem Auto. Eieiei. Vor allem nicht die Schrägstraßen. Die sind ihm zu heftig. Wenn sie noch in einem angenehmen Level sind, die Schrägstraßen, dann hat er damit auch keine Probleme und sind die sogar exzellent. Siehe unseren ersten Test. Da war er zwar auch unruhig, aber das war sogar richtig Fahrspaß da drauf. Aber wenn eine. Aber Las Vegas zum Beispiel hat die Schrägkurve sogar gar keinen Grip verloren. Aber wenn eine gewisse Extremität mit der Schräglage überschritten ist, so wie hier auf den Küstenstraßen, dann kackt das Teil wirklich ab. Dann kackt er echt ab, der Wagen. Okay. Alter. The fuck? Wow. Wow, oi. Ja. Die Kurve liebe ich auch über alles. Sie ist einfach genial. Kommt ein Auto durchs Dach geflogen. Juhu. Naja. Ist immer gut, dass wir wieder in der Garage sind, ne? Uiuiuiuiuiui. Nee, lass mal gut sein Auto, das ist echt nix. Uiuiuiuiui. Oh mein Gott. Nee, das ist echt nix. Boah, nee, also wir stellen fest, also Schrägstraße ist absolut nicht sein Fall, wenn eine bestimmte Extremität und Schärfe der Kurve überschritten ist. Das Problem ist gar nicht mal unbedingt die Schräglage, sondern also eher so, wie scharf die Kurve ist. Diese Kombination aus beiden, scharf und saumäßig schräg, so wie wir es bei der Küste hier haben. Das ist das, was ihm zu schaffen macht. Ja. Also das ist wirklich eher mittelmäßig bis ausreichend. Also das war wirklich nicht schön. Nee. Also mit diesem Auto solltet ihr besser nicht das Skateboard mit dem Auto verwechseln und die Halfpipe meiden. Das geht nicht gut. Nein. Das solltet ihr lassen. Ich wünschte, ich hätte jetzt gerade ein besseres Beispiel, aber wo gibt es in der Realität mal solche Schrägstraßen? Gute Frage. Ja. Naja, aber wir müssen es testen. Das ist ganz klar. Das gehört dazu. Ja. Denn wir wollen ja das Handling auf Herz und Nieren testen und wie es auch unter Sonderbedingungen zurechtkommt. So. Okay. Hier müsste er eigentlich gut abschneiden, weil das ein humaner Kurs wieder ist zum Entspannen. Zum Entspannen gegen die Wand fahren. Ja, der Fahrer vermasselt's. Aber da der Wagen eh nicht so viel Höchstgeschwindigkeit hat,
Ist das jetzt kein Grund, den Test neu zu machen? Das können wir noch retten. So. Er tut sie leider auch nicht überschreiten, wie es scheint. Das lag auch nicht an meinem nächsten Wandquest und er schafft das einfach nicht. Gut, hier hätte er sich aber noch halten. Ja, das war auch nur eine leichte Schrägkurve. So wie eine gewisse Extremität nicht überschritten ist mit der Schärfe der Kurve und der Schräglage, ist alles ein Buddha. Aber ja, das haben die Autos, die anderen Autos besser geschafft. Das muss man denen lassen. Und diesen Test haben die anderen Autos auch besser gemacht. Oh ja. Ich glaube, das hätte auch nicht sein gemusst. Ich glaube, die anderen Autos hätten das auch gepackt. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie es auf Boot macht hier. Was ich auch sehr schade finde, ist, dass er die Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten konnte bei dem Speed-Anteil. Das haben die Autos, soweit ich weiß, auf diesem Kurs bereits geschafft. Das hat er hier aber nicht geschafft. Das spricht zwar für den Limiter, wie gut der funktioniert, aber nicht gerade dafür, was wir wollen. So. Ich meine, auf der Küste macht es wirklich mit den anderen Autos mehr Freude zu fahren. Das muss man wirklich sagen. Ich meine, das Handling ist natürlich wieder schön, so vom das Kurvenhandling. Ne? Das ist natürlich super wieder. Aber das war bei den anderen Autos auch ausreichend, um hier Fahrspaß zu haben. Von daher ist das Auto auf diesem Test auch nicht so super davon gekommen. Nee, so geil war das nicht, muss man wirklich sagen. Das ist nicht so schön gewesen, nee. Gut, er hat ein bisschen die Höchstgeschwindigkeit überschritten. So 4 km/h, ja. Guckt euch an, was der Mazda geschafft hat. Das sind... Wobei, so viel mehr ist es auch nicht, wie es scheint, aber... Ja... Aber eben halt... schon... besser als der... Toyota. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Dummerweise sind die Zeiten alle... Ja, ist natürlich ein bisschen blöd. Man hätte vielleicht irgendwie so eine extra Rekorddatei haben sollen, damit man die Autos auch mit dieser Strecke hätte vergleichen können. Das ist ein bisschen schade. So, Etappe 4 braucht man noch. Da muss ich eben wieder bis dahin fahren wegen der Rallye-Variante. Und ja, sehen wir uns gleich wieder. So, Strecke gewechselt. Den Schotter ausgelegt und die Streckenführung ist gemacht. Innerhalb von 5 Minuten ist das nicht geil. Und weiter geht's. Das wird wahrscheinlich jetzt auch interessant werden, weil... naja, der Bodenandruckkraft ist nicht so toll und... Die Bodenandruckkraft ist nicht so toll. Und da wird er wahrscheinlich sehr viel Probleme mit den Sprüngen haben. Und... natürlich auch die Tatsache, dass er bei Rallye nicht so gut abgeschnitten hatte, zumindest bei dem Highspeed-Kurs. Wollen wir mal gucken, inwiefern das jetzt an mir lag. Oder tatsächlich am Fahrzeug. Wir werden es erfahren. So. Naja, so super gut ist der tatsächlich nicht auf Rallye.
Das können seine Kollegen Tatsache besser. Boah. Oh ja, diese Strecke. Ich liebe sie immer wieder aufs Erneute. Wow, wow. Uiuiuiui. Das wird schwierig, das wird schwierig. Oh. Okay, okay. Na. Er versucht immerhin sein Bestes, der Wagen. Aber wir wissen, wie der Honda hier abgeschnitten hat. Der Honda war eine schiere Katastrophe gewesen. So. Boah. Wenn ich nicht ständig so quer vor der Leitplanke stehen würde, hätte ich natürlich auch bessere Chancen auf eine gute Etappenzeit. Aber der springt wie ein Flummi, der Wagen. Deswegen wundert es mich auch, dass der bei Gebirge-Etappe 3 nicht mehr Action geliefert hat. Jetzt hatte ich vielleicht auch einfach nur Unglück gehabt, denn eigentlich hätte der da mehr abgehen müssen. Bei diesen Sprungeigenschaften, die dieses Auto hier aufweist. So. Den springt kann er ja wie ein Weltmeister, das muss man ihm ja wirklich lassen. Wäre vielleicht sogar noch mal interessant auszuprobieren. Ob man bei der Etappe 3 Gebirge nicht doch noch ein besseres Ergebnis rausschlagen kann mit dem Springen. Denn dass er dort nicht schon eher gesprungen ist, war dann doch sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Da hatten wir wahrscheinlich einfach nur Unglück gehabt. Wow. Na. Yay. Bam. Und wieder stehen wir quer vor der Leitplanke. Naja, so geil war das jetzt nicht von dir. Naja, ne? Ja. War nicht ganz so geil. Sagen wir es mal so. Ja. Also. Es war aber auf jeden Fall stabiler als der Honda. Der Honda war ja wirklich nur noch rumgeeiert da. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, war der Mazda nach wie vor am besten durchgekommen. So vom Gefühl her, sage ich mal. Ja. Also, er hat natürlich tatsächlich die Probleme in der Bodenandruckkraft gehabt. Das hat ihn natürlich so ein bisschen das Leben schwerer gemacht hier drauf. Also, ja. Was soll man dem da jetzt für ein Urteil geben? Ich würde sagen, so gut bis mittelmäßig. Boah. Im Gesamten würde ich sagen, hat er die Küste nur mittelmäßig geschafft. Das war jetzt wirklich mal nicht so gut. Das muss man ihm einfach mal lassen, den Wagen. Naja.
Und dann haben wir jetzt noch die letzte Variante. Die Transtro. Wo ist die am schnellsten zu finden? Wahrscheinlich hier rüber. Jo. Und Bergsteigen. Mal gucken, wie der Wagen. Da müsste er eigentlich aber tatsächlich jetzt wieder gut abschneiden, weil er eigentlich eine gute Beschleunigung hat. Das sollte eigentlich von Vorteil für das Auto sein. Und natürlich erinnern wir uns mal an die an die Las Vegas mit den Fässern zurück. Also Bergabfahrt scheint dem, beziehungsweise allgemein Las Vegas, also Bergabfahrt scheint dem jetzt ja nicht so das Kritische zu sein. Wir werden es sehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder mit Transtropolis. Bye bye.